Hallo, freut mich, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Johanna Engelke für deine Engelstimme und heute zeige ich dir, wie du mit einem einfachen Glas Wasser deine Stimme trainieren kannst. Ich habe neulich einen Newsletter gelesen von einer Psychologin und sie hat gesagt, starte jeden Tag damit, dass du dein Wasser belebst. Manche Dinge, die knallen so in mein Gehirn rein, so auch das. Und na klar, es gibt jetzt die Idee, du kannst dein Wasser so beleben, dann bewegt es sich, ohne Sprudel übrigens wichtig. Du kannst dein Wasser mit einer Zitrone beleben, der Geschmack, das war mir als erstes eingefallen, du kannst Tee daraus kochen, du kannst ein paar Kräuter reinmachen. Ich war neulich in Italien, da hatte ich diese kleinen Kumquats und habe die dann einfach immer in meine Flasche reingemacht mit noch so einem Rosmarinzweig. Ich war so begeistert, das sah einfach immer so toll aus. Du kannst dein Wasser aber auch mit dem beleben, was du dir für heute vorgenommen hast. Und wir haben uns für heute ein kleines Stimmtraining vorgenommen. Deswegen vergiss die Zitrone und wir machen jetzt ganz einfach das Stimmtraining. Der erste Trick, den ich dir zeigen darf, den hatten dir deine Eltern in deiner Kindheit eventuell nicht erlaubt. Hier ist es aber erwünscht. Wir blubbern ins Wasser rein. Das bewirkt, dass der Stimme ein Widerstand entgegengesetzt wird. Also wie zum Beispiel, wenn du W machst, dann kommt die Luft nicht einfach raus. Aber hier ist es dasselbe. Und deswegen ist das so total wirkungsvoll. Wir haben einen langen Atembogen und die Stimme fühlt sich die ganze Zeit total frei an. Das war Trick Nummer 1. Jetzt als nächstes kommt ganz einfach das Gurgeln. Selbes Prinzip, aber ein bisschen anderer Winkel. Dasselbe kannst du auch machen, ohne die Stimme mitzuverwenden oder indem du immer Stimme und Nichtstimme abwechselst. Also du atmest die ganze Zeit aus und manchmal ist die Stimme da, manchmal nicht. Ich mach's mal vor. Dabei lernst du, dass deine Artikulation und die Stimme nicht dasselbe sind. Also das, was wir mit unserem Mund machen, hat nichts damit zu tun, was wir hier gerade mit der Stimme machen. Also es muss nicht aneinander gekoppelt sein. Probier das einfach mal nachzumachen. Das Wassergeräusch sollte durchgängig laufen und die Stimme machst du mal an, mal aus. Jetzt kommen wir zu meinem letzten Trick und da gibt es eine Sache, die wichtig ist. Und zwar, wir setzen uns hin, so dass dein Gegenüber, falls du überhaupt eins hast, so wie ich, dir komplett gegenüber sitzt, der Stuhl sollte richtig ausgerichtet sein. Jetzt beide Füße fest auf den Boden. Aufrichtung so, du hast eine wunderschöne Kette an, alle sollen die sehen, aber du bist nicht im Hohlkreuz, sondern setzt dich noch ein bisschen weiter auf die Sitzfläche, sodass du wirklich gut aufgerichtet sitzt. Und erst in dieser Position schlucken wir jetzt viele kleine Schlucke Wasser runter. Viele kleine, damit wir die Bewegung oft machen. Welche Bewegung? Wir schlucken mal. Wenn du jetzt eine Hand auf deinen Kehlkopf legst, merkst du, er geht hoch und wieder runter. Das ist die Bewegung, die wir häufig haben wollen. Und du kannst jetzt mal folgende Sache ausprobieren, die ich einfach wirklich so spannend finde. Wenn du so trinkst, also meine Füße sind jetzt gerade irgendwie, dann geht das Wasser nicht ganz aus dem Mund raus, sondern es bleibt so ein bisschen ungünstig hier auf den Stimmlippen drauf, weil deine Aufrichtung nicht gut ist. Wenn ich jetzt also spreche, ist es viel anstrengender für mich. Ich muss häufiger aufstoßen und ich habe auch die ganze Zeit das Gefühl, hier ist noch Wasser, also will ich mich räuspern. Räuspern ist nicht gut, dazu habe ich mal ein Video gemacht, das solltest du dir angucken, falls du dich öfter mal räusperst und dir das abgewöhnen willst, was ich dir empfehlen würde. Jedenfalls in Bezug auf das Thema Stimme. Und wenn wir uns aber aufrichten, so wie ich es dir gerade erklärt habe, und jetzt trinken,
ist der Schluck sofort runter und da bleiben keine Wasserreste. Und du merkst vielleicht auch jetzt, ich weiß nicht, ob man es so hören kann, ich fühle es aber, dass die Stimme besser klingt. Und vor allem habe ich nicht das Gefühl, dass ich nochmal nachschlucken muss oder dass das Wasser nicht weggegangen ist. Erzähl mir, mit welchem Gedanken du heute dein Wasser belebst. Ich kann die Zitrone ja jetzt wieder reinmachen, aber das wollte ich mir beim Blubber nicht antun. Prost, mach's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Präsentiert von Anima Stimmtraining.